Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Jolly World. Wie ihr beim letzten Mal schon gesehen habt, haben wir hier einige Maps wieder komplett runtergerissen und gucken uns heute mal die Charakterauswahl an, denn wir können uns verschiedene Charaktere bei Jolly World aussuchen und mit denen halt nochmal ordentlich reinbuttern. Ich würde sagen, wer sieht denn hier ganz gut aus? Alter, wer ist denn Miss Cat? Oh Junge, das wird ein ganz dickes Ding jetzt hier. Oh Mann. Boah, Alter, was ist das denn, Digga? Da muss ich ja ganz dringend los bei dem Charakter. Oh nö, auch Omi-Mensch. Ja, tolle Wurst, das wird ja interessant, Leute. Ja, falls ihr Bock auf diese Folge habt und die Omi feiert, Alter, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir gucken uns mal die richtigen Levels an. Kuss geht raus und wir sehen uns drin. Also, Omi, was ist das denn? Die hat einen Katana hier irgendwie. Die hat einen Katana. Warum? Okay, Leute. Also, ich muss anscheinend die Wife killen. Ich hab sie umgelegt. Das war gar nicht mal so schlecht. Ja, ich hab mir mal lieber einen anderen Charakter ausgesucht und gehe lieber zum Caribbean Beach. Denn, was geht hier ab? Was ist denn mit denen los, Alter? Seid ihr nicht mehr ganz dicht, oder was? Was wollt ihr denn von mir? Ich ramme euch mit dem Fahrrad. Ja, sei froh, dass ich kein Motorrad hab. Mein Fahrrad steckt fest. Oh, komm, Bruder. Noch mal ein bisschen raus da, den Aal. Ja, so ein bisschen noch. Oh, Junge. Ich häng mit meinem Fahrrad in deinem Kopf fest. Hallo. Und hallo. Geht da jetzt noch was? Okay, ich zieh komplett durch. Wir machen erstmal einen Wheelie, Leute. Mitten im Wheelie sind wir hier am Strand und es geht weiter rein, ne? Wir sind jetzt unter Wasser. Was geht denn hier ab? Oha! Unter Wasser, da war ein richtig großer Hai und yeah! Ich habe den Double Backflip hier reingeknattert. Digga, da war einfach ein Tintenfisch. Junge, da muss ich nochmal ran, ja. Da muss ich nochmal ran hier. Und jetzt geht's nochmal rein, ne? Vorsichtig, die Fische haben mich fast wieder genatzt. Hier mit einem Double Frontflip. Jawohl. Starkes Ding. Jetzt müssen wir aufpassen. Nein, und der Tintenfisch hat mich schon wieder erwischt. So, Alter, jetzt. Komm, glatzköpfiger Mann. Zeig doch einfach, was du kannst. Ja, 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 ja. Und hoch, Double, Triple. Nee, Triple kriegen wir safe nicht hin. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass wir hier so vorsichtig runterfahren. Jetzt reicht's mir aber! Rein da jetzt! Das kann ja wohl nicht wahr sein! Das ist mir scheißegal, wer da jetzt ist! Aber ich fahre da jetzt durch! Der Double Front Flip! Oh, gut überlebt, gut überlebt! Vorsicht! Och nö, Mann, ist das ätzend! Ich fahre jetzt durch diesen karibischen Strand, ist das klar! Und mir ist egal, wie groß der Hai ist und egal, wie groß der Tintenfisch ist! Wir nehmen hier die Stunts mit! Nehmen hier das Fahrrad. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Jawohl, wir sind durch. Weiter geht's. Nicht schon wieder, da ist noch so ein Ding. Tintenfische hasse ich. Ich hasse Tintenfische. Also ab heute hat sich das hier ganz doll erledigt mit diesen blöden, ekligen Viechern. Und ich guck auch schon gar nicht mehr aufs Spiel. So sauer bin ich. So, nein, nein. Nicht schon wieder. Ich hasse diese Tintenfische, Mann. Ich esse die. Ich esse die. Ich esse alle Tintenfische im Meer. Kein Bock mehr auf die Viecher. So, nochmal rein. Komm, nochmal rein jetzt. Hoch. Ja, wir haben einen Salto. Sind jetzt weiter. Mein Arm ist einfach durchgerissen. Was soll denn das? Sehr stark. Vorsichtig. Oh, das war so richtig knapp. Ich ahne schon Böses. Ja, ja. Ey, wenn da jetzt noch einer kommt, ne? Wenn da jetzt noch einer kommt, dann war's das komplett. Als ob. Es geht runter. Tiefer ins Meer. Wir fahren rückwärts mit dem Fahrrad. Oh mein Gott. Rein da jetzt. Wir swappen direkt die Direction. Swappen hier direkt die Direction. Und jetzt geht's hoch. Jetzt geht's hoch. GTA-Move. Oh, wir haben's fast geschafft. Okay, Leute. Wir brauchen, glaube ich, richtig viel Pace. Swappen. Pace auftanken. Jetzt haben wir richtig Pace. Ja, das sieht sehr gut aus. Oh mein Gott. Das ist ja so schwer. Boah, ey. Komm, komm. Lass mich ein Stück hochfahren. Lass mich ein Stück hochfahren.
Wir swappen die Direction. Jetzt müssen wir ein bisschen Pace runternehmen. Habe ich gemacht. Ja, ich glaube, das könnte nichts werden. Nee, wird nichts, Alter. Doch. So, Leute, wir müssen auf jeden Fall hier nach ganz oben. Das ist nämlich die Meta. Jetzt haben wir den absolut brutalsten Boost am Start. Jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir... Nein! Was? Das kann nicht sein! 12 Sekunden später. Ob ich tilt bin wegen dem Spiel? Wohl kaum. Ob ich vielleicht gerade meinen Schreibtisch fast zerstört hätte? Möglich. Aber ich weiß eins, dieses Level werde ich definitiv nicht aufgeben. Ich geb's auf. Oh, Leute, Mann, es ist so belastend, ey. Bring mich jetzt einfach hoch da in diesem Game. Wir nehmen den kompletten Tempo-Boost mit. Boah, jetzt wird's heftig. Digga, ich schwör's euch. Jetzt wird's einfach... Jetzt kann es nur wild werden. Ja! Mein Kopf! Nö! Lass mich runter. Lass mich runter jetzt. Boah, ey, ich muss immer weiter nach oben fahren und ich werde so heftiges Pace jetzt mitnehmen, Alter. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Ja, ja, ja. Der Körper hat sich aufgelöst, Digga. Der Körper hat sich aufgelöst. Okay, Leute. Eine Meter kann ich mir hier noch vorstellen und das könnte durchaus schwierig werden, aber wir schaffen alles, okay? Wir kehren um. Passt mal auf. Ich habe jetzt eine brutale Idee. Ich habe eine brutale Idee. Wir kehren das Ding jetzt um. Holy! Habt ihr das gesehen? Nee, der Switch. Das war er. Das war er, der Switch. Ich bin wieder hier. Diese Map verlangt alles von mir ab. Sie verlangt alles ab. Ich nehme brutalste Technik. Brutalste Technik rein. Guck, wie es läuft. So, jetzt auf entspannt. Wir haben einen guten Spot, Leute. Wir haben einen richtig guten Spot. Wir müssen jetzt halt nur ein bisschen gucken, dass wir auf entspannt sind. Hallo Mensch, hat sie gesagt. Hier ist der Hai. Hier ist der Hai. Halt's Maul, Digga. Es reicht mir. Ich will doch nur das Level schaffen, bitte. Gönn einfach. Gönn! Komm, Junge, komm. Zieh, 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 zieh! Oh mein Gott. Nee, ich geb's auf. Wer dieses Level, Caribbean Beach, in weniger als 1:20 als erstes schafft, und mir seinen Account schickt auf den Discord. Digga, der kriegt von mir diese Brille signiert zugeschickt. Ich mein's ernst. Macht euch ran. Ich bin ein Dämon geworden. Wir gehen jetzt auf Eierjagd, Leute. Hä? Was geht hier ab? Frohe Ostern. Hallo, ist da gerade ein Osterei auf mich geflogen? Sag mal. Oha. Leute, wir sind jetzt schon im... Oh, Frühling. Im Frühling. Oh, das ist sehr gut. Digga, ich komme richtig gut voran. Sehr stark. Nein, 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 da ist das Finish. Easy, Leute, gar kein Problem. Ich hatte nie Probleme mit dem Level und ich würde mal sagen, First Try regelt. Ich bin 3. Platz. Und Denome hat sich ins Scoreboard eingeschleust. Ja, wobei, Leute, ich glaube, das kriegen wir sogar noch besser hin. Ich würde mal sagen, das kriegen wir definitiv noch besser hin. Boah. Junge, ich habe einen Lauf. Easy. Der Babbo ist hier auf Platz 1. Netter Versuch, aber 21,933 Sekunden habe ich hier gebraucht, um dieses Level zu sippen. Wir geben dem Level einen Daumen hoch, denn so gehört sich das für den ersten Platz. Mit dem Motorrad gegen Götter spielen. Oha, jetzt müssen wir echt ein bisschen gucken. Was geht denn hier ab? Wow. Ich habe nichts gecheckt. Alles ist so kalt. Ah. Digga, bleib mal chillig, Kollege Schnürschuh. Okay, das war sehr knapp.
gegen die Götter und das hat uns weggeschallert. Uff. So, Nummer Uno ist weg. Ja, wir haben hier das Katana, glaube ich, ausgespielt. Wir haben Pfeile abbekommen, fahren jetzt hier trotzdem noch ein gutes Stückchen weiter. Oh, wir haben die Äxte fast reinbekommen, ne? Was? Was ist mit dem Moped los? Ja, komm, richte das Moped wieder auf. Ja, was ist da passiert? Hallo? Ihr wollt es nicht anders. Ich soll das Tor zur Hölle öffnen. Das geht klar. Okay, das Ding haben wir umgemäht. Die Pfeile haben wir auch nicht abbekommen. Es geht weiter. Und gegen die Götter. Nein. Oh, die Äxte sind so nervig. Okay, Leute. Ihr wollt gegen einen richtigen Gott antreten. Hier, Nummer Uno erledigt. Den Pfeilgott haben wir auch erledigt. Und jetzt kommt der Axtgott. Und der Axtgott wurde hier gedodged auf ganz geschmeidiger Basis. Es geht weiter. Da haben wir, keine Ahnung, den Speergott, glaube ich, erwischt. Und wir sind im Ziel. Und als einziger ist der Gott Dönno in dem Ziel angekommen. Dieser Charakter hier gefällt mir besonders gut. Und wir kriegen hier einen brutalen Pace. Und, ja, okay. Wow. Okay, das wird sehr schwierig, Leute. Man muss hier anscheinend einen Parcours dodgen. Sehr geil. Pass mal auf. Rüber. Rüber. Oh, nee, ey. Boah, das könnte sehr schwer werden, Leute. Ich habe schon eine kleine Idee, wie wir das ganze Ding angehen, ne? Ja. Nice. Perfekt. Oh, ja. Das Ding haben wir. Komm. Nein. Oh, ja. 10 Sekunden. Als ob. Oh, mein Gott. Das hat die Zeit nicht gewertet. Junge, ich brezel da jetzt nochmal durch. Komm, Baby. Ich hab's raus. Ich hab's raus. Jo, ich hab's raus. Komm, Baby. Komm, Baby. Gönn, gönn, gönn. Ja. 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 Oh. 10,1 Sekunden. Holy moly. Einfach ein neuer Rekord. Und das war's mit einer weiteren Folge von Jolly World. Falls sie euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Checkt vielleicht mal den Discord oder den Editor hier aus. Haut mal ein paar Maps rein, Leute, in die Kommentare. Und lasst ein Like für dieses Format da. Schallert ein Abo raus. Checkt definitiv noch diese anderen Videos hier aus. Ich wünsche euch was. Fetter Kuss. Denno out.